Hallo ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Heute geht es um das Thema Wasser und wie ich den PPM-Wert in meinem Wasser ermitteln kann. Es ist ja so, dass Babys, Säuglinge und Kleinkinder ja bis zu 85% aus Wasser bestehen. Und umso älter wir werden, nimmt der Wasseranteil ein wenig ab und bleibt dann circa bei 70% Wasseranteil im Körper bei mir als Erwachsenen stehen. Jetzt ist auch nur die logische Folgerung, wenn ich aus 70% Wasser bestehe und mir dann minderwertiges Wasser in meinen Körper zuführe, kann ja was nicht stimmen. Dann werden meine Zellen nicht richtig arbeiten, meine Organe werden minderwertig versorgt. Ihr wisst, was passiert, wenn ein Organ minderwertig versorgt wird. Wird dein Herz minderwertig versorgt, wird es irgendwann zu einem Herzinfarkt, zu einer Arteriosklerose, also zu einer Verstopfung der Adern führen, etc. Dasselbe auch mit jedem anderen Organ. Deswegen, was mache ich jetzt? Ich ermittle den PPM-Wert in meinem Wasser. PPM ist eine englische Abkürzung für Parts per Million. Muss man jetzt nicht zu chemisch werden und genau wissen, was das heißt. Es gibt eine Liste zu jedem PPM-Messgerät für Wasser, welches man im Internet mitgeschickt bekommt. Jetzt habe ich hier so ein PPM-Messgerät mir zugelegt. So sieht es aus. Die Designs und Farben variieren natürlich immer ein bisschen. Hat 25 € gekostet, war jetzt nicht die Welt. Und da kriege ich automatisch schon die Liste mitgeschickt, welcher PPM-Wert im Wasser was zu bedeuten hat. Im Prinzip idiotensicher. Ich schalte das Messgerät bei Bauer ein. Erscheinen drei Nullen und die PPM-Zahl. Dann nehme ich die Kappe runter, nehme mir ein Wasser, zum Beispiel so wie hier aus dem Wasserhahn, und messe hier den PPM-Wert. Das Wasser aus dem Wasserhahn ist immer das minderwertigste Wasser, was es auch gibt. Das müsst ihr auch wissen, also zumindest in unseren Regionen. Bei euch kann es natürlich etwas anders sein. Was mir auch aufgefallen ist, wenn man Wasser länger stehen lässt, wird die PPM-Zahl niedriger, was in dem Fall ja gut ist. Hier haben wir einen PPM-Wert aktuell von 253, schrecklichst. Wird jetzt diese Zahl 253, wird jetzt deklariert als ja Standard-Trinkwasser im deutschsprachigen Raum. Alles, was über 300 geht, ist dann schon belastend für den Körper. So steht es auch auf der Tabelle. Also wir sind hier knapp zur Belastung für den Körper. Und was bedeutet jetzt ja normale Qualität des Trinkwassers? Es ist für mich jetzt auch kein Wert, wo ich sage, ja, mir gibt es jetzt irgendwelche Auskunft. Und umso niedriger der PPM-Wert heruntergeht, umso gesünder ist dieses Wasser für mich. Jetzt habe ich natürlich viele Heilquellwasser auch probiert, die man zum Beispiel im Bioladen kaufen kann, wo man sich denkt, ja, da steht ja oben Heilquellwasser oder aus dieser und jener Quelle oder bei Vollmond abgefüllt oder beim Sonnenhöchststand abgefüllt und was es alles nicht so gibt. Ich habe mir da jetzt zum Beispiel zwei Flaschen einmal gekauft und den PPM-Wert gemessen und nicht erschreckend war der PPM-Wert knapp bei 400 und das bei einem angeblichen Heilquellwasser in der Glasflasche. Das ist natürlich erschreckend, also noch schlimmer als wie das Wasser aus der Wasserleitung. Ich habe aber mehrere Heilquellwasser durchprobiert und bin dann bei einem Heilquellwasser geblieben. Ein sehr gutes, was ich auch vorher schon immer hatte, weil mir mein Gefühl sagte, das passt. Also ihr werdet das auch in einigen anderen Videos von mir schon einmal gehört haben. Dieses Wasser hat 12 ppm, was natürlich perfekt ist. Also es geht nicht besser. Auch die Quellen im Wald oder die Quellen von der Heilquellwasser, wenn man es direkt abfüllen geht, haben diesen Wert. Also wirklich, wirklich toll. Ich kann jedem nur empfehlen, sich so ein PPM-Messgerät zuzulegen. Kostet zwischen 17 und 25 €. Einfach Kappe runterziehen. Man hat hier eben diese Messstange. Also man kann das Wasser theoretisch bis hier rauf. Dann wird es schon gefährlich wegen der Elektronik. Dann kann das Gerät kaputt werden, aber bitte, man, hier ist eh die Begrenzung. Bis hierher halte ich eben dieses Messgerät ins Wasser und warte dann, bis hier oben die BPM-Zahl nach oben schnellt. Also ganz einfach reinhalten und warten. Ihr seht es hier eben spiegelverkehrt. In dem Fall
sind wir jetzt bei 250. Da muss man eben ein bisschen Geduld mitbringen, ein bisschen warten, bis das nach oben geht. Aber hier bleibt es eben bei 250 stehen. Und dann ganz einfach, sobald man das BBM-Messgerät wieder aus dem Wasser nimmt, bleibt der Wert drauf. Kurze Zeit und dann geht es wieder weg. Ich brauche nichts anderes tun, wie das Messgerät kurz abtrocknen, aber wirklich nur hier und zumachen, oder ich lasse es einfach an der Luft liegen und trocknen, ist überhaupt kein Problem. Und dieses Messgerät kann ich überall mit hinnehmen, also egal ob zu einem Badesee, wenn man es will, einfach einmal für sich selber zu messen, oder für den Bach, wenn irgendwo ein Bach durchrinnt oder eine Quelle oder ein Fluss. Weil ich sage immer, es könnte mitunter auch einmal passieren, dass unsere Wasserleitungen nicht mehr so funktionieren oder dass die Versorgung einmal nicht so funktioniert und keiner weiß, wo er sein Wasser herbringen soll, und jeder hat auch nicht die Lagermöglichkeiten, dass er jetzt 100 Liter Wasser einlagert im Keller oder am Dachboden oder wo auch immer. Und dann, wenn kein Wasser da ist, müssen wir nicht in Panik verfallen. Wir haben dieses Messgerät zu Hause, können mit diesem Messgerät überall hingehen, messen, zu einem Bach, zu einem See, zu einem Heilquellwasser oder zu einer Quelle, zu einem Brunnen. Und wenn die BBM-Zahl passt, kann ich das trinken. Und da bin ich auch versorgt, muss dann auch nicht Panik haben, wo bekomme ich mein Wasser her. Und ich muss auch keine Angst haben, ob das Wasser qualitativ hochwertig ist. Also dieses Gerät ist schon Gold wert und auch vom preislichen her, sage ich jetzt, leistbar, wirklich leistbar. Es ist sehr robust, es ist handlich und passt auch in jede Handtasche, auch in jede Hosentasche für die Männer. Und dann könnt ihr auch einmal ein bisschen herumexperimentieren, weil wir Menschen sind ja sehr experimentierfreudig, ist ja auch immer sehr, sehr schön. Und dann kann man mal alles so wirklich schön richtig durchmessen und sich dann seine eigenen Gedanken drüber machen. So, ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe, alles Gute, vor allem einen wunderschönen dritten Advent. Genießt ihn, genießt die Sonne, die Natur. Macht euch einfach frei von all dem, was momentan einfach einprasselt. Seid positiv und seht nicht immer alles negativ. Vor allem, es wird nie so heiß gegessen, wie gekocht wird. Das sollte man auch einmal dazu sagen. Also nicht in Panik verfallen. Einfach fließen lassen. Dinge erledigen sich immer von alleine. Glaubt mir das. Und deswegen werden sich auch in Zukunft viele Dinge von alleine erledigen, mehr oder weniger. Alles, alles Liebe, alles Gute. CAW TV informiert euch auch noch weiterhin und bleibt gesund, eure CAW. Tschüss!